Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei XTB und dem Live-Trading und das im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ein glückliches, ein gesundes neues Jahr und freue mich, dass wir genauso weitermachen wie im letzten Jahr, nämlich immer dienstags 18.30 Uhr. Wenn ihr denn mögt, sind wir hier miteinander verbunden. Manch einer ist vielleicht ein bisschen überrascht, warum jetzt hier über diese Plattform. Technisch waren wir doch noch nicht ganz so weit, dass wir das über YouTube streamen können. Es gab noch so ein paar Kleinigkeiten, die noch geregelt werden mussten. Das heißt, wer jetzt überrascht ist, dass es nochmal über diese Plattform kommt, wundert euch nicht. In der nächsten Woche voraussichtlich werden wir dann auf der anderen Plattform starten und dann auf der YouTube-Schiene das Ganze hier weiterlaufen lassen. Ihr habt aber trotzdem die Möglichkeit, ihr wisst es wahrscheinlich, dieses Video auch im Nachgang nochmal euch anzugucken, wenn ihr sagt, oh, jetzt habe ich denn was verpasst, den Anfang oder das hat er wieder mal zu schnell erklärt, dann habt ihr die Möglichkeit, da einigermaßen zeitnah, nämlich nach ein paar Stunden das Ganze voraussichtlich dann spätestens morgen früh, das Ganze dann im YouTube dann euch nochmal anzugucken, um dann nochmal ein bisschen genauer nachzuschauen, was ich da angezeigt habe. So, aber jetzt wollen wir nicht über das organisatorische reden, sondern eigentlich über das Traden. Bevor wir das aber dürfen, muss ich natürlich wie immer den Risikohinweis geben, nämlich der Hinweis, vorsichtig, nicht alles ist Gold, was glänzt, aber es ist so, dass wir gute Chancen haben. Deshalb müssen wir auch mit den Risiken blöderweise leben. Damit die aber nicht für euch unglückbringend sind, zumindest meine ich für das Konto in dem Sinne, dass da irgendwie was Schlimmes passiert, ist es wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass es gar nicht möglich ist, jeden Trade positiv zu machen. Ich weiß, das hört man immer wieder, na, bei mir Trefferquote 101%, ist alles Quatsch, ist Tinef, ist nicht realisierbar auf Dauer. Das kann sicherlich mal in gewissen Phasen, je nachdem, was man für einen Handelsansatz macht, auch sinnvoll funktionieren, aber auf lange Sicht ist das so nicht. Wir müssen also damit rechnen, dass es Verlusttrades gibt. Und wenn es einen gibt, gibt es manchmal auch Serien, dass man mal zwei oder drei hintereinander negativ hat, vielleicht auch mal fünf. Dementsprechend macht bitte das so, dass eure Einzelrisiken immer so klein sind, dass selbst wenn mal fünf oder vielleicht auch mal zehn Trades negativ sind, das passiert nicht so häufig, dass man zehnmal hintereinander negativ ist. Kann aber passieren. Und wenn das einmal im Jahr oder einmal in der Dekade passiert und es ist kontoplatt, ist auch doof. Also guckt immer, dass ihr die Risiken entsprechend klein macht. Das ist eine Geschichte, die ich immer wieder erwähne. Lieber viele Trades machen mit kleinem Einzelrisiko, als zu sagen, das ist jetzt der Trade des Jahrhunderts, mit dem mache ich, da setze ich alles drauf und werde dann reich. Da mache ich meine Millionen damit. Das macht das bitte nicht. Das ist nicht der richtige Ansatz. So, wie der richtige Ansatz ist, das werden wir uns natürlich gleich mal angucken, wenn ich euch davon erzähle, wie wir da drauf gucken und was wir da machen. Das ist auch schon das richtige Thema, nämlich der mögliche Interessenskonflikt, den ich ja auch immer erwähnen muss. Ich bin selber aktiver Händler, trade ja selber, das heißt, bin entsprechend auch befangen an der einen oder anderen Stelle, weil wir ja, ja, der macht doch da selber was. Ja, völlig zu Recht. Dementsprechend bin ich vielleicht nicht neutral. Das muss ich euch natürlich anzeigen. Vorsichtig, der kann sein, dass der involviert ist. Völlig richtig, aber so soll es ja auch sein. Wir tauschen uns ja hier von Händler zu Händler aus und nicht jetzt von Theoretiker zu jemand, der gerne dann aktiv handeln will. Das ist ja auch nicht sinnvoll. So, also dementsprechend der Hinweis dazu. Ansonsten zu meiner Person gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Fliegt mal einfach kurz drüber. Langweiliges Leben, nichts groß passiert. Naja, das wäre jetzt sehr unfair. Ich will überhaupt nicht klagen. Aber was vielleicht wichtig ist von dieser Folie ist, ich bin in verschiedenen Märkten unterwegs und würde euch durchaus empfehlen, das ebenso zu tun. Also euch nicht nur auf einen Markt einzuschießen. Das Schöne ist, jetzt sind wir hier, da oben seht ihr das Logo von XTB, ja, auf deren Plattform. Ich sage bewusst deren, ich bin nicht bei XTB angestellt. Im Zweifelsfall ist mir egal, ob ihr da ein Konto aufmacht oder nicht. Da habe ich jetzt keinen Vorteil oder Nachteil dadurch. Aber wenn ihr bei XTB eben seid, habt ihr die Möglichkeit, aus sehr, sehr vielen Titeln euch was rauszusuchen. Und das empfinde ich eben als sehr sinnvoll. Deshalb arbeite ich auch gerne mit dem Team da zusammen, weil man dann eben viele Sachen umsetzen kann, auch in den entsprechenden Märkten, die bei vielen gar nicht auffindbar sind. Wie soll ich denn den Titel handeln? Ich habe nur zwei, drei große, Tesla, Amazon und den Euro. So,
sonst halt noch die Indizes. Ja, das ist natürlich dann schade. Ja, es gibt so viele Titel, die man gut handeln kann. Und letztlich kommt es ja nicht darauf an, dass ich Tesla gehandelt habe, sondern ich bin ja eigentlich an einer Preisdifferenz interessiert. Das ist etwas, was viele vergessen und den Fokus drauf sind. Nein, ich will diesen Titel handeln, da habe ich nämlich auch das Auto oder das Smartphone von oder das Logo finde ich besonders hübsch oder meine Frau trägt deren Klamotten so gerne. Das sind alles ganz tolle Argumente, allerdings nicht fürs Traden. Fürs Traden ist relevant, habe ich nachher mehr auf dem Konto als vorher, das ist das Entscheidende. Bei welchem Markt das ist, kann mir im Zweifelsfall völlig wurscht sein. Da, wo ich es erkennen kann und die Risiken kalkulieren kann, da sollte ich meine Nase reinstecken. Deshalb meine Einladung, guckt euch verschiedene Märkte an. Wir werden das natürlich auch gleich tun und versucht das selber mal. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ganz kurzer Tipp dazu, ich will es jetzt nicht breitreten, aber es gibt ja das Born for Trading, wer jetzt sagt, ich habe immer das Problem, ich finde immer nicht so richtig Sachen, die man gut handeln kann. Dann guckt euch mal Born for Trading an, vielleicht schicke ich nachher auch nochmal einen Link dazu. Das könnt ihr dann mal ausprobieren, mal testen. Da geben wir jeden Tag mehrere Trading-Ideen raus in unterschiedlichen Zeitebenen, in ganz unterschiedlichen Märkten und mit ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Die kann man zum Lernen, zum Üben nachempfinden. Manch einer tradet das ganze Ding auch nach. Und das ist natürlich persönlicher Geschmack. Ich würde natürlich nie eine Empfehlung aussprechen. Das darf ich natürlich auch nicht. Aber ich kann natürlich sagen, was wir machen. Und wer sagt, da fühle ich mich berufen, das ähnlich zu tun, der ist natürlich dazu eingeladen. So, dafür braucht man natürlich viele Titel, die man handeln kann. Deshalb der Hinweis dazu. So, jetzt will ich aber auf dieser Folie nicht jetzt festhalten. Wir gehen mal auf den Chart. Und dafür muss ich noch einmal klicken hier irgendwo. Ich glaube, ich klicke mal hier drauf und jetzt müsstet ihr den Chart sehen. Also, hervorragend. Das sollte geklappt haben, soweit ich das sehen kann. Das ist noch hier eine Idee, das ist ein Langfristchart jetzt hier zu Rohöl, WTI, also Crude Oil sozusagen. Nochmal so zur Erinnerung, da hatten wir sogar eine Trading-Idee. Ihr seht hier sogar noch unsere alten Marken. Und wir haben hier einen Trade, der ist sogar aktuell aber negativ. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Also sogar, weiß ich nicht, aber müsste ziemlich... oder nicht ziemlich, aber ein bisschen negativ sein. Dieser Trade, das hatten wir letzte Woche besprochen, lebt allerdings nicht davon, dass er eine sehr hohe Trefferquote hat, sondern dass er ein wahnsinniges Chance-Risiko-Verhältnis hat. Seht ihr, das hier ist euer Risiko, der Abstand zwischen diesen beiden Linien. Ich muss es gar nicht beziffern, sondern einfach nur, guckt euch diesen Abstand an, das ist mein Risiko. Und wenn es dann tatsächlich jetzt passiert, das wäre meine Gewinnseite. Klar, die Trefferquote ist übersichtlich groß, aber selbst wenn ich jeden fünften Trade dieser Form noch nur ins Ziel bringe, dann, wenn ich fünfmal das mache, ist das immer noch weniger als das, was wir auf der Gewinnseite haben. Ja, also ihr seht, das ist ein Vielfaches, was wir hier entsprechend da hinbekommen. Also ihr seht, das ist 70 Risiko und über 500 Gewinn. Also selbst wenn ich 5 negative habe, dann habe ich 350 verloren, mache einmal noch über 500 Gewinn, naja, dann habe ich immer noch einen Restgewinn. Ja, und die Trefferquote wird wahrscheinlich etwas besser sein als das. Na gut, aber das wollen wir dann sehen, das wissen wir noch nicht. Es ging ganz kurz, machen wir kurz aufräumen hier von alten Situationen, es ging darum, und da hat sich nicht viel geändert, dass der Rohölpreis im Moment in einer Korrektur, na, machen wir mal hier Stundenchart, dann sieht man es vielleicht noch besser, nach diesem Anstieg in einer möglichen Korrektur ist, hier hat er so ein bisschen ein Cluster, eine Widerstandszone und eine realistische Chance, dass er jetzt dreht. Ja, wir haben auch eine realistische Chance, dass der Kurs nach oben geht. Aber bei 50-50 bin ich bei dem CRV sowieso safe. Selbst bei 60. Ja, Mathematik ist nicht meine Stärke. Nein, das ist gelogen. Auf jeden Fall, das ist etwas... was man da immer sich vor Augen halten muss, es kommt immer auf die Relation an zwischen Chance-Risiko-Verhältnis und Trefferquote. Also das ist aber ein Trade, den wir letzte Woche schon hatten. Da ist nicht viel passiert. Das ist wirklich etwas übergeordnet. Wenn wir uns das mal im Nahkampfchart ein bisschen angucken, also hier so dieses letzte Teilstück, dann muss man sagen, das war auf jeden Fall eher korrektiv. Das heißt, eigentlich noch keine echte Einladung für die Short-Seite. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir jetzt hier reingegangen sind. Vielleicht hier oder so, da kommt man es vielleicht noch nicht so gut erkennen. Also das suggeriert ja im Moment noch nicht wirklich was Bullisches. Jetzt geht was Bärisches, Entschuldigung, wegen der vielen Kursüberschneidung. Das ist jetzt hier noch die Aufwärtsbewegung. Allerdings ist auch die noch nicht richtig toll.
was den Aufwärtsarm angeht. Wir können mal das gucken im kleineren Bild. Also wenn ich diesen Anstieg jetzt hier angucke, das ist jetzt dieser Anstieg, über den wir eben gesprochen haben. Wenn ihr das habt, ihr habt eine Bewegung von da nach da. Erste Frage, Anstieg oder Rücksetzer, Anstieg. Zweite Frage, sieht das nach einem Impuls aus? Impuls könnte sein ein Schub, danach irgendwie eine Korrektur und anschließend geht es mit dem Impuls weiter. Und das tut's nicht. Das sieht aus wie ein Ending Diagonal. Das sieht korrektiv aus mit den vielen Überschneidungen. Ich habe also den Eindruck, dass das von hier bis hier eher eine ABC-Zigzag-Bewegung ist. So, ABC-Zigzag-Bewegung, okay, aber wenn das eine ABC-Zigzag ist, dann ist die Chance ja tatsächlich da, dass das ja hier irgendwo endet und der Kurs nach unten geht. Richtig. Allerdings besteht eine Restgefahr, das dürfen wir nicht ganz vergessen, dass das insgesamt eine wackelige Abwärtskorrektur, eine ABC nach oben war. Danach kommt nochmal eine scharfe Abwärtsbewegung. Und damit ist die Korrektur vorbei, die im Großen eine A, eine B und eine C wäre und anschließend geht es nach oben. Das heißt, selbst wenn der Kurs nochmal hier durchgeht, ist das noch kein abschließender Beweis im Sinne von, ja, okay, es muss wohl nach unten gehen. Denn dieses Szenario wäre auch noch möglich. Ihr seht, wir leben mit dem Damoklesschwert, wir haben hier eine Short-Position, wir leben mit dem Damoklesschwert, aber wenn wir Pech haben, geht er doch noch nach oben. Macht nichts, kriegt unseren Haken. Warum? Weil wenn wir verlieren, verlieren wir relativ wenig in dem, was wir da gewinnen. Ja, so ist die Ausrichtung für diesen Trade gewesen. Wer das nicht mag, ihr dürft natürlich und ihr solltet das, Trades raussuchen, die da eurem Gusto entgegenkommen. Es gibt Marktteilnehmer, die finden es attraktiver, eine sehr hohe Trefferquote zu haben, nicht so viel Gewinn pro Trade, aber dafür relativ häufig eben auf der richtigen Seite zu liegen. Ja, also das ist für einige extrem wichtig. Und dann gibt es andere Marktteilnehmer, die genau umgekehrt sind, die sagen, das lohnt doch gar nicht, wenn, dann soll es mal richtig Wumms machen bei mir. Dann kriege ich halt ein paar Mal was abgezogen, sind ja aber kleine Beträge, aber wenn es läuft, dann richtig. Da gibt es kein richtiges Gut oder Böse oder richtig oder falsch. Wichtig ist da, dass ihr etwas rausfindet, was für euch passend ist. Ja, wir haben tendenziell nicht zu hoch den Fokus auf den CRV. Deshalb war das auch nicht der Trade, also mein Lieblingstrade, jetzt hier da an der Stelle short zu gehen. Aber es ist ein möglicher Trade, den man durchaus machen kann, den wir hier jetzt vorgestellt haben an der Stelle. So, also an dem ist noch nichts auszusetzen. Stop liegt jetzt hier, das ist relativ eng. Aber gut, das ist generell erst nochmal okay. Ja, müssen wir jetzt mal so abwarten und mal so hinnehmen. So, aber was reden wir über Öl? Wir müssten nochmal die anderen Titel, die Indizes angucken. Und ich will gar nicht so sehr über den DAX reden. Der geht halt im Moment nach oben. Wir hatten letzte Woche nochmal über die Stop-Nachzieh-Methoden da gesprochen. Deshalb hier so verschiedene Varianten, die hier nochmal so eingezeichnet waren. Aktuell gibt es da jetzt nichts, was ich direkt tun würde. Da ist, glaube ich, der amerikanische Markt im Moment der attraktivere. Und der ist im Groben erstmal auch nicht so arg intensiv. Deshalb müssen wir gleich im Feintuning gucken. Hier hatten wir so ein bisschen eine Korrektur. Die ist sehr klein ausgefallen. Ja, zugegeben, ich mag lieber, wenn ich das hier habe, messe ich gerne Fibonacci Retracements. Das können wir mal schnell machen. Fibonacci, 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 zack. Von da nach da. Und dann möchte ich gerne, dass diese Korrektur idealerweise zumindest in die Nähe der 38er läuft, kann auch bis zur 50er einsetzen, aber irgendwie so dahin, dass ich sehen kann, dass das eine vollständige Korrektur der Bewegung ist. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz so sicher. Warum ist das relevant? Das ist deshalb relevant, weil ich, wenn das eine vollständige Korrektur davon ausgehe, dass das, was wir hier vorne haben, hier hinten nochmal kommen wird. Ist das keine vollständige, ist zwar aufwärts auch richtig, weil ist ja korrektiv, also aufwärts ist richtig, ich habe aber keine Ahnung, wie weit die noch geht. Das heißt, das ist für mich dann eher unbekannt. Deshalb mag ich lieber, wenn der eine richtige Korrektur macht, weil dann kann ich sagen, er hat wieder aufgeräumt, ab jetzt kann es nochmal wieder ordentlich weitergehen. Ja, so ähnlich wie hier, hat er einen Anstieg gemacht, hat er eine ABC, die ist ziemlich tief gegangen, aber das, was wir vorne haben, kommt hinten nochmal. Das ist so ein Klassiker. Das ist eine Orientierungshilfe, ist kein Beweis, ist keine Pflicht, das ist, anders geht's nicht, stimmt natürlich nicht, aber es ist eine Orientierungshilfe, damit wir ungefähr wissen, mit was wir da als nächstes rechnen müssen. Aufwärts finde ich also beim Dow nach wie vor gut,
aber ich habe keine Ahnung, wie weit das Ding noch reicht. Wenn ich also hier auf die Long-Seite noch springen möchte, dann sollte ich dringend hier im kurzfristigen gucken, zum Beispiel 5-Minuten-Chart oder noch kleiner, ob ich irgendwo wackelig nach unten habe. Je wackeliger es nach unten, A, B, C oder wackelig nach unten geht, desto besser ist es als Bestätigung. Und da habe ich jetzt hier im Moment eher das umgekehrte Beispiel. Da können wir sogar einen etwas hässlichen, aber durchaus sinnvollen Short Trade machen. Können wir jetzt sogar mal gerade vorbereiten. Warum etwas hässlich? Ganz toll ist diese interne Struktur nicht. Aber ich sag mal, vereinfacht kann man sagen, die Bewegung von da bis da macht durchaus einen sehr impulsiven Eindruck. Die Bewegung von hier bis irgendwo da oben, steigende Hochs, steigende Tiefs. Das heißt, das ist eher so eine Gegentrendbewegung. Und wir haben eine realistische Chance, dass sich nachher das Ganze nach unten nochmal fortsetzt. Ich muss zugeben, also das hier ist ganz klar korrektiv, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss allerdings zugeben, dass das auch noch nicht wirklich der Burner ist. Gut, wir sind auf Minute und es gibt sowas wie Leadings. Also wer quick and dirty und sagt, naja, im Wesentlichen passt das, das ist der Short Entry für es geht nochmal weiter nach unten. So, und wie weit nach unten? Das können wir jetzt mal gerade mal ausmessen. Meine Trading-Idee, so gehen wir auch vor, ist im Prinzip zu shorten, wenn er da durchgeht. Durch diese Marke. Aber machen wir das lieber, ich mache es mal so, da ist es sogar noch besser hier. Durch dieses Tief. Das ist mein Trigger für die Shortseite. Warum nicht da? Weil das ist ja rechts von der Hochseite. Das ist ja schon in der Abwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung per se kann ja nie ein Hinweis sein, dass es eine Abwärtsbewegung ist. Es muss immer in der Gegenbewegung liegen. Zum Beispiel ganz kurzfristig Schub runter, wackelig hoch. Das heißt, auf dieser Seite wurden die Trigger für die Fortsetzung nach unten gesehen. Wenn ich dieses Bild betrachte, liegt auf dieser Seite der Trigger für die Abwärtsbewegung, nicht auf dieser Seite. Ja, also immer, also die Abwärtsbewegung beweist nicht die Abwärtsbewegung, sondern das Ende der Korrektur beweist, also beweist ist ein blödes Wort, aber deutet auf die Abwärtsbewegung eben hin. So, also somit Schub runter, ABC nach oben und das wäre hier der mögliche Trigger. Eine mögliche Stop-Variante, die wir ganz gerne fahren, sieht wie folgt aus. Wir messen Fibonacci-Folge und zwar vom höchsten Punkt bis zum Einstiegspunkt. Das wäre dann ungefähr bis da. Einen kleinen Millimeter tiefer, dann haben wir die 78er hier. Und das Gewinnziel ist quasi von dem höchsten Punkt hier bis zum tiefsten gemessen und das Ganze hier nochmal angelegt, also liegt es ungefähr da. So, da an der Höhe. So, und jetzt gehen wir auf diesen Knopf hier. So mache ich das jetzt hier am meisten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber den finde ich am sinnvollsten. Einmal klicken für den Einstieg. Das ist ja hier knapp unter der gelben Linie. Zweimal klicken für den Stop. Also nochmal das zweite Mal klicken für den Stop. Noch ein weiteres Mal klicken für das Target. So, und damit haben wir den Trade. Gefällt der mir gut? Nee. Warum nicht? Weil, wenn ich 60 riskiere, habe ich 87 nur Gewinn. Das CRV gefällt mir nicht. Typischerweise haben wir ja das Risiko immer ungefähr so wie das. Das wäre so 81 jetzt. Wäre eigentlich ganz cool. Müssen wir mal gucken, wie viel das ist. 81 ist in etwa so. Na, können wir sogar den machen hier. Ja, dann sind wir hier auf 1 und dann sehen wir hier 1 zu 1,4 ungefähr. Das ist mir zu wenig für einen Trade. Das heißt, ich finde die Idee super, aber das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, gefällt mir für diesen Trade nicht. Ich sehe zwar die bessere Chance nach unten, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es noch weiter nach unten geht. Warum? Weil wir haben ja sehr viel mehr Platz noch auf der Abwärtsseite als jetzt nur bis dahin. Aber streng genommen ist das mein Mindestziel. Ich lasse diesen Trade jetzt aus, einfach weil mir das CRV nicht gefällt und ich jetzt nicht auf weiterführende Ziele unbedingt setzen will. Denn ein Ziel, was wir erstmal hier haben, wenn ich mir diesen letzten Anstieg angucke, machen wir wieder Fibo-Folge, bis zu dem Hochpunkt. Naja, ist sogar noch ein bisschen Platz. Also wir hätten theoretisch schon noch ein bisschen mehr Platz, bis sogar bis hier runter, bis zur 38er, wenn es eine vollständige Korrektur sein soll. Und theoretisch ja sogar nochmal deutlich weiter, nämlich nicht nur bis zu dieser oberen grünen, dieser hier, wo mein Pfeil jetzt hin und her wackelt, sondern vielleicht sogar, dass wir doch nochmal bis dahin runtergehen oder sogar noch tiefer. Wer das machen will, der kann diesen Trade tun. Ich werde den jetzt hier nicht umsetzen, aber
weil ich da relativ strikt bin von meiner Ausführung, aber theoretisch ist das machbar. Es ist also gar keine schlechte Chance, dass das passiert. Ja, also die Möglichkeit ist da. Was im Moment ein bisschen dagegen spricht, wenn das jetzt hier eine starke Abwärtsbewegung wäre, wäre ich noch mehr gewillt. So würde ich mir eigentlich eher sogar erhoffen, dass das ist ja sehr korrektiv anmuten, dann soll er nochmal ein neues Hoch machen und dann können wir nachher vielleicht sogar hier an der Stelle shorten, wenn er dann mit dem nächsten Schub nach unten geht. Also ihr seht, da muss es mir auch schön machen, dass ich einen Trade eröffne. So, wechseln wir mal auf den hier. Vielleicht finden wir hier eine schönere Situation. Das Grundprinzip ist das gleiche natürlich hier beim S&P 500. Bleiben wir mal hier in dem kürzerfristigen Chart 15 oder gehen wir mal 5 Minuten. Muss ja nicht unbedingt Minute sein. Das Grobbild ist das gleiche. Wir sind hier in der Korrektur. Damit es aber wirklich eine Korrektur, also was Dreiwelliges ist, wäre es mir am liebsten, er macht erstmal das und danach handle ich. Dann sind wir hier nämlich genau wieder da, wo er immer hin muss. Wohin muss er denn? Ja, wir haben doch gesagt, hier in den Bereich 50. Ah, das ist erstmal Quatsch. Auch cool, aber nicht das, was ich zeigen wollte. Komm, löschen wir mal alles hier. So. Ich wollte Fibo-Folge. Also vom höchsten Punkt, dann geht es 1, 2, 3, 4, 5 wellig runter, bis zum tiefsten Punkt messen. Und jetzt möchte ich ja immer, dass er in dieser Zone 38, 20, 61, 8, da war er doch schon. Ja, aber das hat er erreicht einwellig. Das ist doch keine Korrektur, dieses Teilstück. Das heißt, wenn er es richtig schön macht, und ich mag gerne, wenn er es schön macht, weil dann habe ich weniger Verwechslungssorgen, macht er jetzt sowas, dann ist er immer noch schön in dieser Zone. Dann haben wir aber eine schöne ABC-Kiste hier hoch, einen schönen Anstieg. Und dann hätten wir hier den Trigger für die Fortsetzung, zumindest nochmal dafür und vielleicht sogar mit noch mehr im übergeordneten Bild, was ich eben ja schon angesprochen habe. So, also ihn lassen wir noch mal ein bisschen brutzeln. Vielleicht kriegen wir das ja noch einigermaßen hin in den nächsten Minuten, im 5-Minuten-Chart, vielleicht sogar noch während des Webinars. Wenn er dann nochmal einmal steil hochgeht, dann können wir ihn vielleicht sogar nochmal definieren, den Trade. Jetzt im Moment zu shorten, ausschließen kann man es nicht, aber ist sicherlich nicht die beste Lösung, die typischste, die wahrscheinlichste Lösung. So, gucken wir mal auf den Nasdaq und der gefällt mir eigentlich sehr gut, allerdings im Moment eher in die andere Richtung. Vielleicht kurzzeitig, ich will gar nicht so sehr auf den 5-Minuten-Chart, habe ich nichts dagegen, dass er nochmal runtergeht. Dann soll er halt hier nochmal so eine 1, 2, 3, 4, 5 machen, meine Güte. Warum nicht? Aber insgesamt ist das im Verhältnis zu der Bewegung korrektiv. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieses Hoch hier, das ist das heutige Mittagshoch, sehr interessant für einen möglichen Long-Trigger, um dann nochmal tapfer den Weg nach oben fortzusetzen. Also diese Marke ist auf jeden Fall spannend. Wer auf die nicht warten will und sagt, ich warte doch den ganzen Nachmittag bis oder Abend, bis der da hochkommt, das dauert mir zu lang, der kann natürlich gucken, ob wir hier irgendwo einen Dreh finden. Also das heißt, irgendwo jetzt der Kurs in diesem Bereich, gucken wir uns gleich nochmal Fibo-mäßig an, dass wir hier vielleicht einen Einstieg finden, wenn der Kurs hier schon mal sowas auf einer kleineren Ebene macht. Ja, im Moment, wenn ich hier mal gucke, ist das noch sehr übersichtlich. Wir können mal gucken, vielleicht ist da schon ein bisschen was. Nee, im Moment ist das nicht. Das ist kein bullisches Zeichen. Warum ist es kein bullisches Zeichen? Von da bis da ist es dreiwellig. Das ist nicht bullisch. Ja, der Anstieg ist ja noch nicht fertig. Ah, okay, dann ist der Anstieg geht also noch höher. Aber dann ist die Bewegung, die wir hier haben, zu viel überschneidend. Also egal, wie ich es drehe, das, was wir hier haben, ist vorzüglich. Also ich finde zumindest mal, dass es eher korrektiv aussieht. Das heißt, jetzt schon nach Longs zu suchen, finde ich fraglich. Ich würde mir eigentlich wünschen, komm, geh nochmal einmal tiefer, entweder von da oben, von mir aus kann es auch jetzt nochmal tiefer gehen, das ist mir egal. Muss ja auch nicht viel sein, einfach ein bisschen tiefer, dass wir ein letztes Tief haben. Das würde sowieso eigentlich ganz gut passen, auch in dieses Bild, was wir hier haben. Dann hätten wir vielleicht sowas wie hier vorne eine 1, 2, 3, 4 und dann mal noch eine 5. Dann sind wir auch rum. Dann haben wir hier ein neues Tief. Und wenn er jetzt dann was startet, was steil nach oben geht. Seht ihr den Unterschied? Dieses hier, was er bisher hingekriegt hat und das, was ich hier mal angedeutet habe. Ob das passiert, weiß ich nicht. Wir sind ja alle keine Wahrsager. Aber erkennen kann ich das Ding. Also ich kann zum Beispiel erkennen, dass das
ziemlich genau nicht so aussieht. Ja. Es gibt sicherlich so Mischformen, wo man dann sagt, weiß ich nicht, aber wenn es dann A, B, C hier runter geht, ist es immer nochmal ein zusätzliches Indiz, also A, B, C und dann hier triggern lassen, dann muss ich vielleicht nicht mal auf diesen Einstieg warten, den ich eben im Großen erklärt hat, sondern dann kann ich sagen, hey, dann habe ich das Gleiche doch hier im Kleinen, A, B, C und dann kann ich da an der Stelle umgehen und zack, habe dann da meine Kaufgelegenheit. Finde ich also sehr attraktiv. Tesla, ich sehe es gerade, jemand hat sich Tesla gewünscht, gucken wir uns gleich nochmal an. Ist auch sicherlich spannend. Nein, Nasdaq ist im Moment eine coole Socke. Aber in diesem Augenblick noch nicht der Dinger, wo man in diesem Moment rein kann. Ja, und ist das unmöglich? Nee. Solange wir wackelig nach oben sind, ist nicht die Zeit für Longs, sondern eher die Zeit für Shorts. Und habt ihr die Möglichkeit, gegebenenfalls nochmal mit drauf zu springen. Und je mehr das eine hinreichend große Korrektur ist, war das nochmal mit den hinreichend groß, ja, in diese Zone rein, 50 oder 38, 20 bis 61, 8, da in diese Zone hier noch die 50er-Marke, je mehr er das macht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das dann entsprechend hier vorne nochmal fortsetzt. So einfach, theoretisch. Praktisch ist natürlich immer noch eine andere Sache, aber danach gucke ich und je auffälliger das so ist, desto relevanter ist es, dass ich das Ganze handle. Das geht, das muss ich gleich als Warnung dazu sagen, nicht immer gut. Ja, wir hatten hier zum Beispiel eine Variante die letzten Tage mal besprochen, vielleicht habt ihr es mitverfolgt, ich habe das so ein bisschen erwähnt, hier auch beim Born for Trading oder hin und wieder auf einer anderen Plattform, dass ich auch gedacht habe, Mensch, der ist eigentlich gut, das ist doch eigentlich eine Korrektur. Theoretisch wäre das so der Mitteleinstieg, das wäre der aggressive, ich muss jetzt lügen, der da oder der da, ich weiß nicht mehr genau, einer von diesen beiden war der aggressivere Einstieg, der aggressivere war doof, der da, der mittlere sozusagen, wenn das hier als wirklich A, B, C aufzufassen ist, dann ist es der, der war ja nicht getriggert worden, da hätte man sich sogar noch gespart, aber geht man etwas aggressiver hier rein, den ich auch in Ordnung finde, also den fand ich jetzt nicht schlimm, dann war es jetzt ein Fehltrade, aber man hat so viel riskiert. Ja, stellt euch vor, das sind 100 Euro, nur mal als eine runde Zahl. Wenn das gut gegangen wäre, wäre mein Ziel da oben irgendwo gewesen, außerhalb des Browsers. Das heißt, meine Gewinnseite wäre so viel gewesen. Das heißt, wenn das meine 100 Euro Risiko sind, waren das meine, hau mich tot, Euro Gewinn, die ich dann eben hatte. Dann darf ich auch zwischendurch mal Minus-Trade haben. Ihr seht also, das hängt durchaus zusammen, das CRV mit der Trefferquote. Ja, tendenziell kann man sagen, je besser das CRV, desto schlechter die Trefferquote und umgekehrt. Ja, da muss man eben so ein bisschen die Balance halten. Nehmen wir mal an, das ist tief kommt jetzt hier, ihr nehmt den Trigger, dann ist das CRV deutlich schlechter, wenn ihr diesen Trade macht, weil ihr dann dieses Risiko habt und nur diesen Gewinn, bisschen höher, als ich es jetzt vielleicht gezeichnet habe, also vielleicht nur 2 zu 1 oder 2,5 zu 1 oder je nachdem, wir wissen ja noch nicht, wo das Tief hier ist und so weiter. Aber dafür ist die Trefferquote dafür ziemlich wahrscheinlich höher als für den anderen Anteil. So, also insofern, das ist noch zu früh, um in der Situation jetzt was draus zu machen. Gucken wir uns also zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. So, dann haben wir hier nochmal einen Trade bei Gold, den wir auch schon letzte Woche vorbereitet hatten. Theoretisch können wir den nämlich jetzt canceln. Nein, den müssen wir canceln, können ihn aber gegen einen neuen Trade ersetzen. Weil die grundsätzliche Idee ist nämlich immer noch die gleiche. Praktisch können wir es aber jetzt ein bisschen anders auffassen. So, das müssen wir kurz erklären. Gold, starke Abwärtsseite. Wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, da gibt es so zwei Varianten. Nämlich entweder das ist die Korrektur. Das ist eine Seitwärtskorrektur, ist ziemlich tricky. Manch einer findet das total doof, aber nützt ja nichts. Oder das ist die Korrektur. Letztlich müsste es danach, weil das einfach die stärkere Bewegung ist, eine realistische Chance haben, nochmal nach unten zu gehen. So, das würde ja auch mit dem übergeordneten Bild, das habe ich euch schon ganz häufig erzählt, deshalb will ich das gar nicht großartig jetzt nochmal anbringen, aber übergeordnet halte ich es für absolut möglich und gar nicht so sinnlos, dass der Kurs nochmal Richtung 1700 oder vielleicht 1600 runtergeht, vielleicht sogar unter die 1600 nochmal. Finden viele total doof. Ist aber nicht bös gemeint, in Anführungsstrichen. Viele sagen, schimpfen dann und sagen, ja, das kann doch nicht sein, wieso sprichst du das alles so schlecht immer? Naja, was soll ich denn machen?
die Marktteilnehmer, die seitdem hier gekauft haben, mit diesen Rücksetzern, das ist kein Zeichen für, wir haben sowas von Bock und ist egal, was es kostet, ich kaufe das. Das sieht nicht so aus. Das ist nicht so ein typisches Verhalten. Ja, wir hatten das hier vorne schon mal. Ja, dann ging es gegen Ende dann doch nochmal steil, aber letztlich ist das Ganze wieder kaputt gemacht worden. Also im Moment zeigen die Marktteilnehmer nicht, dass sie Lust dazu haben. Und häufig wird dann, vielleicht das nochmal so als Randnotiz, dann verteufelt, ja, das sind die bösen Instis, die den Kurs jetzt für die Privaten kaputt machen. Ich sag mal so, es sind die Privaten, die im Moment keinen Bock haben zu kaufen, weil sie sagen, dann gehe ich doch lieber in Tesla, dann gehe ich doch lieber in Nasdaq, dann gehe ich doch lieber in Bitcoins, dann gehe ich doch lieber in NFTs. Es gibt so viele Alternativen im Moment. Da macht es doch fast viel mehr Sinn, da das Geld reinzustecken, selbst in die Treasuries, weil es da mehr Rendite inzwischen wieder gibt, da reinzugehen, als in Gold. Es ist also nicht ein Problem, ja, die Instis wollen den Kurs nicht hochhaben, die drücken den, manipulieren den runter, damit wir armen kleinen Anleger hier falsch liegen. Nee, erstens mal sieht man ja, dass Long aktuell nicht en vogue ist. Und zweitens, bei den vielen Angeboten, was man als Alternative hat, muss man sich nicht wundern, dass die Leute bei Gold, die haben im letzten Jahr 4% Minus gemacht, nicht scharf drauf sind, während der Nasdaq 25 plus gemacht hat oder wie viel auch immer. Ja, dass dann die Leute nicht sagen, ah, klasse, ich verkaufe meine Aktien jetzt und gehe in Gold rein, ist in gewisser Weise nachvollziehbar. Langfristig denke ich schon, haben wir eine gute Chance für Gold nach oben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aktuell ist das, was die Marktteilnehmer aber machen, nicht gewogen, den Kurs nach oben zu jubeln. So, was hatten wir jetzt für einen Trade? Wir haben jetzt einen Trade, der ist hier im Entry, nämlich auf dieses Tief, dieses Ziel und mit Stop hier oben auf dieser Marke. Können wir inzwischen natürlich rausnehmen, hätte man eigentlich schon längst machen müssen, aber ihr wisst, das ist ja auch nur eine Demo. Das heißt, da trade ich jetzt ja natürlich normalerweise nicht drauf, das bringt ja nichts. Aber das heißt, den eigentlich canceln, wenn wir dann natürlich hier drüber gehen schon, dann macht es keinen Sinn, den nochmal zu behalten. Das heißt, wir machen es jetzt hier gemeinsam, da können wir das als Übung auch gleich mal üben. Zack, hier auf das X klicken, tschüss, brauchen wir nicht mehr. Ja, das war eh eine Pending Order. Da oben seht ihr das noch so halbwegs drin. Also die ist ja nicht ausgeführt worden. Wir waren ja nicht getriggert. Die Idee ist die gleiche. Nur der Entry ist jetzt natürlich nicht dieses Tief, sondern der Entry ist jetzt dieses Tief hier quasi. Und das Ziel ist jetzt ein bisschen anzupassen, weil hier ist das hoch. Das heißt, wenn ich eine 1:1 Projektion hier dieser Geschichte habe, dann ist das Ziel ungefähr da. Und der Stop, der muss natürlich jetzt nicht von diesem Hoch hier, also von dem Hoch berechnet werden, sondern von diesem Hoch dort bis zum Einstieg und gibt mir dann eben diese 78er Marke. Bisschen tiefer, da steigen wir in etwa ein. So, das heißt, ich muss die Order neu machen. Ich verschiebe dann auch nicht die Ordermarken, weil ich gegebenenfalls die Mengen neu anpassen muss. Das ist jetzt hier kein Riesenunterschied, aber bitte lieber die Order canceln und dann eine neue Order formulieren, damit ihr auch nochmal seht, gefällt mir das CRV noch und oh. Bei der Menge bin ich jetzt über meinen 81, die ich riskieren will, oder 82. Jetzt ist das blöde, jetzt ist das relativ weit, jetzt habe ich hier nur 61, also habe ich hier einen Low-Risk-Trade, also ich riskiere sogar weniger als das. Aber ihr seht, ich riskiere 60 Gewinne über das Doppelte. So, Order gleich wieder reinstellen, hat sich ja nichts geändert. Also Gold, also hat sich geändert jetzt von den Werten, aber die Idee hat sich nicht geändert, passt also weiterhin. Und wenn der Kurs jetzt hier wieder drüber geht, dann können wir wieder ändern und können sagen, okay, solange es korrektiv nach oben geht, theoretisch die Fortsetzung nochmal nach unten. Das Spiel machen wir allerdings nicht ewig. Normalerweise ist es so, ich möchte nicht, dass diese Rücksetzer über die 78er Marke gehen, also nicht über diese Marke. Das heißt, für mich wäre der Killer für die Short-Idee, selbst wenn er jetzt nochmal sowas macht, dann würde ich das Gleiche nochmal machen, aber wenn er über diese 78er Marke hier geht, also diese hier, dann ist für mich die Kuh vom Eis, dann ist der Kurs zu weit nach oben, als dass ich das jetzt als vorrangig toll finde. Und dementsprechend wäre das dann das Argument, dann das darauf zu verzichten. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Platz, also angepasster Goldtrade, den wir hier jetzt haben. Wie sieht es bei Silber aus? Und danach machen wir mal so ein paar Kundenwünsche, hätte ich fast gesagt, ein paar Wünsche, was ihr euch vorgeschlagen habt. Gehen wir dann gleich mal durch.
Hier haben wir Silber, auch die starke Abwärtsbewegung. Auch hier ist die Aufwärtsseite jetzt nicht wirklich überzeugend mit den vielen Rücksetzern. Aber mir fehlt hier so ein bisschen diese klarere ABC oder Struktur, weil das Ding, wenn ich das jetzt mal so ganz grob nachzeichne, hier im kleineren auch nochmal, was ist denn das jetzt hier? Also zur Not könnte man hier shorten, aber vorsichtig, der ist leicht niedriger. Zur Not muss ich ja auch nicht traden. Also ich würde jetzt bei Silber zwar dieses Bild grundsätzlich bevorzugen, konkret aber da jetzt auch kein Trade formulieren. Ja, also insofern. Und das würde auch im Großen passen, also auch bei Silber. Ja, also das ist jetzt überhaupt nicht ein Angriff auf die bullische Idee grundsätzlich. Wir haben hier nun mal eine Abwärtstrend. Grob hier mit dem Spike, da kann man sagen, ja, aber so, ja, aber ein Aufwärtstrend gibt es nicht, der korrektiv ist. Das wäre ganz doof. Das würde eigentlich noch doofer bedeuten, dass wir noch richtig viel Platz nach unten hätten. Also da würde ich dieses wirklich als einen Ausreißer begreifen. Ich glaube, das ist dem Tenor eher entsprechend. Und wenn der Kurs jetzt nochmal hier runtergeht, unter die 20, ja, na und? Das ist eine normale Korrektur, die er dann da eben macht. Das ist doch normal, dass der Kurs solche Sachen. Und wenn er ein bisschen tiefer geht, dann darf man ihm auch nichts. Keine Beine ausreißen, hätte ich fast gesagt, nicht schimpfen. Das ist eine normale Korrektur, die wir hier haben. Und wenn die rum ist, kann es ja weiterlaufen. Aber eben, wenn sie rum ist. Und das, was wir hier im Moment sehen, macht noch nicht gute Laune. Ob das gute Laune macht, ist im Zweifelsfall egal. Aber es zeigt nicht an, dass die Bullen sagen, also die Käufer sagen, an mich ran, koste es, was es wolle. Hier sah das so aus. Auch hier sah das im Verhältnis dazu so aus. Ja, da sieht das nicht so aus. Also müssen die erstmal ohne uns zumindest mal klarkommen. Das kann der Markt ohne weiteres. Ist auf uns nicht angewiesen. Aber solange er so ein doofes Bild zeichnet, muss ich ihn nicht vorrangig jetzt behandeln, was das angeht. So, wir wollen mal ganz kurz rüber gucken, ob wir hier irgendwas Neues haben bei den Märkten, die wir uns eben angeguckt haben. Nee, das ist alles nichts. Hier haben wir ja schon gesagt, abwärts ja. Aber CRV gefällt mir nicht, aber Zielmarke wäre das. Das müsst ihr immer für euch auch ein bisschen mitentscheiden, aber überlegt immer, es ist entscheidend, nicht das CRV, ist auch nicht die Trefferquote entscheidend, der Erwartungswert ist entscheidend. Aber wer so ein bisschen mathematisch bewandert ist, Erwartungswert berechnet sich eben aus der Trefferquote und dem CRV, also dem Chance-Risiko-Verhältnis. Solange das positiv ist, ist es ein Trade. Wenn es nicht mehr positiv ist, kann man es dann auch sein lassen. Beziehungsweise sollte man besser sein lassen, weil wir machen das Ganze ja nicht, um Verluste zu generieren. So, dann machen wir mal einen Blick auf die Wünsche, die ihr habt. Mehrere hatten sich Cable gewünscht. Das muss ich kurz erklären. Cable ist interessant. Warum eigentlich Cable? Ich habe in Erinnerung, ich muss aber gestehen, ich gucke so viele Sachen an, ich weiß immer gar nicht. Wir hatten Cable letztens schon angeguckt und ich fand damals Cable doof. Das muss nichts heißen. Wenn ich Cable doof finde, heißt es noch lange nicht, dass es nicht gut ist. Aber so richtig überzeugend? Wie gehe ich jetzt ran? Ich weiß jetzt nicht, die Wünsche sind unterschiedlich. Wir können das dann mal gleich auf verschiedenen Zeitebenen gucken. Ihr dürft auch nachtreten, die Frage nochmal präzisieren, wenn ich sie nicht gut genug beantworte. Aber nehmen wir mal an, ich gucke jetzt einen Chart an und sehe den zum, in Anführungsstrichen, ersten Mal. Das ist jetzt bei mir quasi gelogen, weil ich fast alle Charts schon mal mindestens ein, zwei oder 100 Mal gesehen habe. Aber ich erinnere mich ja notfalls nicht mehr dran und deshalb muss ich da ja wieder neu rangehen. Die letzte Bewegung, die wir hier hatten, ist eine Abwärtsbewegung. Und diese Abwärtsbewegung, ist die impulsiv oder korrektiv? Sie sieht eher korrektiv aus. Warum? Weil wir haben hier Gegenbewegung, eine ganze Reihe sogar. Entweder wir fassen das als eine Mittelpause ein, dann sind wir vorne stark hinten. Dann ist es dreiwellig. Okay. Oder aber es ist nicht so aufzufassen, dann haben wir aber dauernd Kursüberschneidung, ist auch korrektiv. Also egal wie, das Teilstück sieht korrektiv aus. Cool. Die Frage, hier vorne hat man einen Aufwärtsarm. Ist der impulsiv? Zumindest mal fällt auf, dass wir hier eine Korrektur und ich sag mal hier eine hatten und dann haben wir hier noch einen, der vielleicht auch hier dazugehört. Das passt irgendwie nicht so ganz von der Symmetrie her. Wenn wir es ein bisschen uns schön reden, dann hätten wir vielleicht noch eine Situation, die wir so auffassen. Wir hatten hier vorne eine Korrektur, fassen wir sie mal als eine etwas komplexere Kiste so auf. Wir hatten hier eine Korrektur, da ging es steil, hier ging es steil und gegen Ende ging es steil. Dann müsste hier das Hoch beendet sein.
ja, das kann sein, dann ist halt das hier die Korrektur, auch das wäre in Ordnung. Also das wäre sicherlich ein Ansatz, bei dem man über Long nachdenken kann. Also wir sind hier auf Tagesbasis für die längerfristigen. Dann können wir den im langfristigen zumindest mal angucken. Also insofern eher die Long-Seite würde ich schon sagen, weil das ist ja nun wirklich nicht der Burner für die Short-Seite aktuell. Jetzt wäre es geschickt, wenn wir von dem Tief ausgehend möglichst Impulsbewegung haben und wackelig runter. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Was hat er uns gegeben, der Markt? Ja, gehen wir mal auf Stunde, damit wir ein bisschen mehr Historie haben. Ja. Also, die Welt hat vielleicht schon schönere Anstiege gesehen, aber zumindest sieht das jetzt nicht mega korrektiv aus. Warum zögere ich so? Naja, eigentlich ist das nicht das Tief, sondern hier. Aber die sind ähnlich hoch und jetzt muss ich eine Geschichte dazu sagen. Wir sind hier bei Währungen. FX. FX heißt Foreign Exchange. Eigentlich ein blöder Name. Das ist der Interbankenmarkt der Währungen. Das heißt der Markt zwischen den Banken. Das heißt, es gibt keine einheitliche Börse und keine einheitlichen Kurse. Hier ist der Kurs da im Tief und hier im Tief und dieses hier ist etwas tiefer hier vorne. Es kann aber durchaus sein, dass der Kollege, der in Tokio sitzt oder in Moskau sitzt oder in St. Petersburg sitzt oder sonst irgendwo oder Johannesburg sitzt, dass der ein leicht tieferes Tief hier hat. Ja, wie kann das sein? Das hängt ja davon ab, welche Kurse ich mir hier anzeigen lasse. Wenn diese Kurse, die werden von gewissen Market Makern angegeben. Das könnte zum Beispiel, ich will da gar nicht Werbung machen für irgendeine Bank, das könnte die Spears Bank in Moskau sein, das kann die Nomura Bank in Tokio sein, das kann die Deutsche Bank in Frankfurt sein und von mir aus die New York Mellon Bank in New York sein. So, und wenn die New York Mellon Bank jetzt in Tokio anruft und sagt, Mensch, hier, wir bräuchten eigentlich Yen, oder in dem Fall ruft von mir aus New York in London an und sagt, Mensch, du, wir bräuchten Pfund. Der welche, weil hier unser amerikanischer Kunde würde gerne mit euch irgendwie was dealen, da muss irgendwie was bezahlt werden, wir brauchen dringend Pfund. Und dann sagt Bank in London, ja, kein Thema, machen wir einen ordentlichen Kurs. Und diesen Kurs, den geben die dann weiter und der ist natürlich eventuell ganz anders als gleichzeitig in Australien irgendeine Bank, die noch US-Dollar hat, mit irgendeiner anderen Londoner Bank verhandelt, weil sie sagen, ja, wir wollen das gerade umtauschen. Das ist ja nicht notwendigerweise exakt gleich. Das heißt, hier kann es winzige Unterschiede geben. Das heißt, anders als bei den Aktien oder den Indizes, wo das eine absolute Zahl ist hier, weil die sind an der Eurex gehandelt oder in Xetra gehandelt oder an der New York Stock Exchange gehandelt oder bei der CME gehandelt. Das ist für alle im Prinzip gleich. So, also insofern, da muss man ein bisschen freigebiger sein bei Währungen. Das ist nicht ganz so einfach, aber man muss das halt mal gehört haben, mal wissen. Das ist sicherlich noch sehr korrektiv, das ist noch sehr impulsiv. Ich würde also durchaus sagen, vielleicht gehört das tatsächlich alles noch zu der Abwärtsbewegung. Und die Aufwärtsbewegung beginnt ab hier und die ist tatsächlich eher bullisch. Das heißt, wenn jetzt der Markt hier runterkommt und das möglichst korrektiv, und das heißt, möglich in dem Bereich, den wir gerne haben. Und wie war der noch? Zeichnet der Fibonacci vom tiefsten Punkt. Wir sagen jetzt mal diesen, die Argumentation habe ich gebracht, bis zum höchsten Punkt. Naja, 38, 50 oder 61, also irgendwo dahin. Es kann natürlich sein, dass das hier schon der Rücksetzer war und der läuft schon. Dann wäre aber die Korrektur sehr, sehr kurz gemessen an dem Anstieg. Das ist nicht so typisch. Das kann sein, ist aber nicht sehr typisch. Ich würde mir also wünschen, komm, mach eine ordentliche Korrektur oder sogar wackelig runter und dann sind wir wieder im Geschäft. Dann hast du einen schönen Anstieg gebracht, dann hast du eine schöne Korrektur und dann passiert doch das. Und das wiederum passt ja dann einigermaßen gut in das übergeordnete Bild, was wir gesehen haben, auf Tagesbasis. Das ist eigentlich eine schöne Übung, die wir jetzt gemacht haben, weil ihr seht damit, wie sich das alles Hand in Hand zusammengeht. Das heißt, das, was ich hier jetzt hier gesehen habe, zack, 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 würde ja mindestens mal das erwarten lassen. Das, was wir hier vermuten, ist,
dass wir sowieso noch weiter nach oben gehen. Das heißt, wenn wir hier irgendwann so eine wackelige Abwärtskiste kriegen, A, B, C oder mehrfach wackelnd, können wir einen Trigger nehmen und sagen, mindestens mal das, mit Chancen sogar auf mehr. Also tatsächlich gibt es eine gewisse Chance, dass Pfund gegen US-Dollar nach oben geht. Ja, das muss sich jetzt in den nächsten Stunden hier beweisen, wie ob wir jetzt hier was Wackeliges runterkriegen oder eben nicht. Ja, dann kriegen wir das hin. Also sehr interessanter Titel, gefällt mir sehr gut. Jemand hatte nach Sachen gefragt, was hast denn du so? Ich meine, wir haben natürlich immer eine ganze Menge Trades. Ich habe mal hier so ein, zwei vorbereitet, wo ich sagen kann, also sogar noch einen alten Trade hier, der läuft schon, sehen wir gerade hier EOG. Das ist einer, den wir hier schon Schub hoch, wackelig runter, da sind wir schon long hier auf der Geschichte. Insofern nur mal einfach so als Augentraining. DCM ist das gleiche in Short. Schub runter, ABC nach O. Hier sind wir getriggert worden für die Short-Seite und der läuft jetzt so halbwegs nach unten. Okay. Aber was ich zum Beispiel neu jetzt relativ gesehen habe, ist Google. Weil ich weiß, dass Google ja auch einige interessiert. Ich habe zwar noch so ein paar Titel, die ihr... Jetzt sagt mein Handy auch was. Nee, du bist ruhig. Er ist ganz begeistert, dass ich von ihm rede, oder sie ist begeistert. Nein, dieses Unternehmen hier, Alphabet, ist einer von den Titeln, die wir jetzt hier aktuell eben für uns haben. Also wir haben eine ganze Reihe Titel natürlich. Aber hier, das seht ihr, ist ein schöner Anstieg. Hier ist es schön wackelig runter. Und bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, Mensch, direkt hier rein an der Stelle. Da an der Stelle, hier, da auf diesem Hoch. Jetzt hat der Kurs allerdings Folgendes gemacht. Ideal wäre ja, wenn er dann jetzt hier impulsiv nach oben geht. Jetzt ist er aber sehr wackelig und schon wieder so runter. Wenn ich ehrlich bin, jetzt würde ich mir wünschen, dass er das nochmal nach unten durchstößt. Und dann wäre das mein Trigger für die Long-Seite. Schub hoch, wackelig runter. Und das wäre der Trigger für die Long-Seite. Also vor ein paar Stunden hätte ich noch gesagt, hey, cool. Das hier ist mein Trigger für die Long-Seite. Wenn er jetzt hier impulsiv oder zumindest schnell nach oben geht, zack, für das. Nachdem der Kurs jetzt aber diesen Umweg fliegt hier, möchte ich eigentlich nicht, dass das Tief ist, sondern soll er idealerweise nochmal ein tieferes Tief machen und dann ist nicht mehr das mein Einstieg, sondern ist das hier mein Einstieg, etwas niedriger. Blöderweise kann ich jetzt dann doch keinen Trade mit euch da formulieren, weil dafür müsste er jetzt ja erst nochmal das Tief machen. Also mein Einstieg, weiß ich, soll hier sein, unter der voraussetzenden Bedingung, dass er nochmal tiefer geht als das. Allerdings, und da sind wir wieder in dem, was ich vorhin nochmal gesagt habe, denkt an die 78er. Ich will also, dass der Kurs wohin geht? Unter dieses Tief, aber oberhalb der 78er bleibt. Das heißt, ich möchte, dass er, ich sag mal ganz grob, dahin geht. Tiefer, damit ich hier ein tieferes Tief habe, damit ich dann neuen Start bekomme, aber nicht zu tief, also nicht unter die 78er. Also idealerweise geht er hier in diese Kiste rein, von mir aus gerne auch in der Oberseite der Kiste, also knapp tiefer als das, dann ist der Abstand zum Einstieg nicht so weit, um dann da reinzugehen. Also den hatte ich für euch schon mal so ein bisschen vorbereitet. Wir haben den bei uns auf der Liste. Wir haben so eine Art, oder nicht so eine Art, es heißt Approved Setup Liste, das heißt Trades, die wir als Approved ansehen, wo wir sagen, also das sind die meisten von denen setzen wir um, fast alle. Aber das sind Trades, die die Bedingungen erfüllen, die wir gerne hätten. Das ist was ihr im Bond for Trading kriegen würdet, wenn ihr das wollt. Ich kann gleich mal schauen, ob ich euch, komm, wenn ihr eine Sekunde wartet, schicke ich euch ganz kurz einen Link hier in den Chat rein. Dann könnt ihr, wenn ihr das wollt, das mal checken, testen. Also fühlt euch nicht verpflichtet, aber wenn ihr sagt, Mensch, jetzt redet er da die ganze Zeit davon, jetzt will ich auch wissen, von was er da redet, dann testet das einfach mal. Das ist der Link. Einfach mal draufklicken, anmelden und dann kriegt ihr diese Liste und dann habt ihr ganz viele von diesen Trades, Trade-Vorschlägen. Das sind unterschiedliche Methoden. Wir haben auch noch den Born-Bar, den ich hier jetzt gar nicht erkläre aktuell, aber wo ihr solche Trades vorgeschlagen bekommt, beispielsweise. Diese hier, also der hier war zum Beispiel auf der Liste, der war auf der Liste drauf hier, beispielsweise NetGas haben wir aktuell drauf.
Ihn hier habe ich auf meiner Watchliste, aber er fängt gerade an, sich mit mir zu verderben. Und zwar nicht, weil das Pattern doof ist. AMC ist das. Vielen ist das noch als eine der Meme-Aktien hier durch die Reddit-Geschichten vielleicht ein Begriff. An sich gefällt mir das super. 1, 2, 3, 4, 5, grob gesagt, dann A, B, C runter. Nur je tiefer er jetzt fällt, desto blöder wird mein CRV, weil das ist mein Entry da oben. Und meine Erwartungshaltung ist, dass er das hier nach oben macht. Wir können den Trade mal vorbereiten, dann können wir gucken, ob wir den tatsächlich behalten wollen. Einstieg, wie immer, machen wir das gerade als Übung. Einstieg ist dieses Hoch, das da, hervorragend. A, B, C, das wäre der Trigger dafür. Die Zielerwartungshaltung ist, dass sich das, was sich hier vorne ergeben hat, da hinten nochmal wiederholt. Also unter der Bedingung, dass wir da durchgehen, geht der Kurs auch bis dahin. Das ist eine steile These, aber halte ich für absolut realistisch. Ist ein Klassiker halt. So, was wir nicht mehr sehen wollen, wenn er das getriggert hat, dass er zu tief runtergeht. Das heißt, von hier bis zum Einstieg und dann die 78er, die liegt da. Jetzt klicke ich jetzt wieder hier drauf. Das geht allerdings jetzt hier im Moment nicht, weil ich hier im Moment keine Freischaltung habe für die Stocks. Stocks könnt ihr hier auch kostenfrei handeln. Bei, übrigens ganz interessant, bei XDB. Wenn ihr also nicht die CFDs umsetzen wollt, sondern den habe ich jetzt hier als Stock drin. Deshalb habe ich jetzt hier diese Handelsmöglichkeit so nicht. Sonst würde ich das genauso hier nochmal eingeben. Aber man sieht schon, das CRV ist nicht so toll hier an der Stelle. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse den Trade weg. Zweite Möglichkeit, ich gucke, dass ich hier intern sowas finde. Oder dritte Möglichkeit, ich nehme nicht hier Gewinne mit, wenn ich eine ernsthafte Chance sehe, dass es weiter nach oben geht. Ja, wer jetzt Aktien handelt, der macht das ja meistens eher auch, komm, die will ich ein bisschen behalten. Das heißt, dann ist eine Gewinnmitnahme vielleicht nicht so super notwendig, sondern dann ist es vielleicht ganz interessant, mal zu gucken, wie sieht's denn übergeordnet aus? Haben wir denn eine realistische Chance, dass hier schon das Tief ist? Und tatsächlich, das ist jetzt kein Versprechen, aber das ist eine Korrektur, das ist ein scharfer Anstieg. Der war damals durch den Short Squeeze bei Reddit. Aber das ist jetzt wieder ein Schub, das ist das. Ich kann mir vorstellen, wenn wir eh unterwegs sind, dass wir dann noch sogar Chancen haben auf nochmal weiter nach oben. Ob das jetzt für Kilometer reicht, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich halte es für sehr realistisch, dass wir mindestens mal dieses Ziel sehen, mit Chancen eben auf mehr. Dieser Trigger ist also nicht gut geeignet. Eine Alternative wäre jetzt, gibt es noch eine Möglichkeit, hier unten einzusteigen? Und bei der unteren Einstiegsvariante haben wir immer ein viel besseres CRV. Aber dann nicht mehr die hohe Trefferquote, weil wir dann noch keine Bestätigung haben. So, wir können mal eben gucken, gibt es denn vielleicht so ein bisschen was, was dafür spricht, dass der Kurs hier dreht. Damit es nicht so verwirrend ist, lösche ich mal alles raus hier. So, und dann messen wir mal nach. Kann man das irgendwie vielleicht hier clustermäßig was sehen? Auch nochmal eine Clusterübung hier. Von da nach hier. Dann sehen wir, da ist die 61,8er. Naja, das Cluster haben wir schon so halbwegs verpasst. Okay, aber geht noch so halbwegs. Dann haben wir zwei Abwärtsbewegungen, nämlich die erste, die ging von da nach da und dann nochmal eine von da nach da. Ah, hier haben wir die 100er-Marke. Also hier haben wir schon zwei Marken. So ein bisschen was spricht für einen Dreh. Und wir können nochmal die Extension messen. Das macht ihr wieder über die FIBO-Folge. FIBO Extension, das sind diese Marken hier, die 127, die 161. Das müssen wir jetzt bei der Gegenbewegung. Wir wollen wissen, wie weit die Abwärtsbewegung geht. Also messen wir die Gegenbewegung und die Gegenbewegung ging von da bis hier. Ja, von da bis da, das ist die Korrektur quasi. Und dann seht ihr, haben wir hier auch die 161er Marke an der Stelle. Ist ein bisschen unübersichtlich, aber hier haben wir jetzt drei Marken. Also wir haben hier eine realistische Chance, vorsichtig, für einen Dreh. Keine Garantie. Ein möglicher Trade wäre jetzt, zu sagen, wieso, er will ja nicht, dass der Kurs hier drunter geht. Okay. So, wir wollen, dass der Kurs ja bis hier oben geht. Ich habe das leider jetzt weggemacht, dieses 100% Ziel da oben. Was wäre, wenn ich jetzt hier reingehe, meinen Stopp setze ich über diese 78er oder an die 78er Marke hier, weil das soll er nicht mehr sehen. Theoretisch kann man sogar aggressiver rangehen, weil man sagt, das ist doch ein Cluster. Ich setze es auf die Hälfte oder ein bisschen tiefer, als ich es jetzt gezeichnet habe. Hier. Das heißt, das ist mein Risiko für den Trade und das ist meine Gewinnseite. Das ist ein riesiges CRV.
Warnung, das Chance-Risiko-Verhältnis ist super, aber die Trefferquote wird sicherlich unter 50% liegen. Aber wenn ich zweimal trade, einmal so viel verliere, einmal so viel gewinne, ist auch okay. Was wäre, wenn ich 25% Trefferquote hätte? Dann würde ich dreimal das verlieren, also sprich einmal verlieren, zweimal verlieren, dreimal verlieren und das wäre noch mein Restgewinn. Was wäre, wenn meine okay, ihr habt es verstanden. Also selbst wenn meine Trefferquote vielleicht nur bei 20 oder 15% liegt, werde ich in den nächsten 10 Trades, nicht beim nächsten Trade, das weiß ich nicht, was der nächste Trade macht, weiß ich nicht, aber bei den nächsten 10 Trades diesen Überschuss oder von mir aus auch nur diesen Überschuss als Gewinn eben noch realisieren, auch wenn ich die ganzen kleinen Verluste dann nochmal abziehe, die ich dabei mache. Also durchaus rational nachvollziehbar, aber Vorsicht, das macht nicht unter Umständen glücklich, wenn ihr sagt, ach Gott, der fünfte Trade, alle negativ. Na gut, der sechste geht ins Ziel, alles safe. Ja, aber das müsst ihr dann für euch auch ein bisschen entscheiden, ob ihr dann mutig genug seid oder Ausdauer genug habt, dann zu sagen, ach komm, das machen wir einfach, das passt dann schon. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, wenn ihr dann total unglücklich seid. Aber ihr müsst wissen, wenn ihr diesen Ansatz hier macht, tradet ihr das Ganze auf CRV und nicht auf Trefferquote. Ja, dessen müsst ihr euch bewusst sein. Ich kann es hier, wie gesagt, im Moment nicht reinstellen, weil ich dafür keine Freigabe habe und das jetzt hier die Aktie ist. Aber das Prinzip habt ihr ja verstanden, denke ich mal. Und wie gesagt, für mich ist normalerweise dieses mit der niedrigen Trefferquote nicht das präferierte Bild. Nicht, weil ich das total doof finde, aber ihr wisst immer, wie das ist. Wenn man Kunden hat oder auch institutionelle Kunden eben hat, dann finden die ganz schlechte Trefferquoten nicht optimal. Das Ergebnis ist immer das eine, aber das Gefühl, was deren Kunden unter Umständen dann wieder haben, ist dann möglicherweise nicht das, was sie dann gerne hätten. Also deshalb das so als kleiner Hinweis dazu. Aber als privater Händler kann man ja selber entscheiden, ob man sagt, nee, ich verstehe das Prinzip, ich komme damit klar, oder ob man sagt, nee, das ist mir unangenehm. Und das soll es ja nicht sein. So, Tesla war, glaube ich, noch ein Wunsch, den ihr hattet. Darüber sollten wir mal reden. Tesla hat gestern alleine mehr Wertzuwachs gehabt, als Volkswagen komplett wert ist. Daran sieht man, dass an der Börse Erwartungen gehandelt werden und keine Fakten. Also ich bin nicht gegen Tesla, überhaupt nicht. Ich kann da nichts sagen. Ich kann das, die Erwartungshaltung schon nachvollziehen. Aber es ist halt tatsächlich eine Erwartungshaltung, die wir an Tesla haben und nicht so sehr eine, so ist es. Ja, weil also ich habe jetzt die VW-Zahlen nicht, aber ich hatte das mit Toyota, ich muss aber gestehen, habe ich auch vergessen, das, was Tesla jetzt rausgehauen hat, im ganzen Quartal oder sowas, das macht Toyota nicht an einem Tag, aber irgendwie sowas in der Richtung. So, Tesla, wie sieht's denn da aus? Insgesamt, wir sind hier auf Tagesebene, muss man ganz klar sagen, also was wir hier auf der Abwärtsseite haben, ist ja, ganz klar nicht der Burner als Schub nach unten, sondern sieht korrektiv aus. Also beste Chancen für weiter nach oben. Hier jetzt einzusteigen, fände ich allerdings auch doof. Was ich mir wünschen würde, was leider häufig nicht in Erfüllung geht, aber dass er als nächstes wieder mal sowas macht und dann können wir da wieder einsteigen. Nächste Korrektur, zack, und dann ist man mit dabei. Ich bin bei Tesla, also ob rational sinnvoll oder nicht, das interessiert mich sowieso nicht. Wenn ich einen Supermarkt habe, ist es mir egal, ob es rational sinnvoll ist, dass er sich 5 Tüten Chips kauft. Wenn er die kaufen will, kriegt er die bei mir. Ja, auch wenn es vielleicht nicht sinnvoll ist. Genauso an der Börse, wir sind Händler. Und dementsprechend geht es darum, nicht ein eigenes Interesse zu haben, sondern das zu machen, was die anderen wollen. Jemand fragte, sehr gute Frage, kann man Tesla überhaupt nach charttechnischer Sicht handeln? Wenn nicht Tesla, wen dann? Also theoretisch alle Charts natürlich, wenn genügend gehandelt wird dort. Denn der Chart ist eben genau nicht das Rationale, sondern der ist das, was die Leute machen daraus. Und das heißt jetzt nicht, dass er immer gut lesbar ist und mir immer einen perfekten Einstieg bietet. Aber die Grundlogik mit den starken Bewegungen und den schwachen Bewegungen, die ist hier genauso gegeben wie bei allen anderen auch. Das heißt, auch wenn ich, also hier zum Beispiel, Schub ist nach oben, wackelig nach unten. Na, hier kann man es nicht so gut, hier ist wieder wackelig. Klar, das hat gegappt, das konnte man nicht handeln. Aber daran sieht man, abwärts ist nicht die richtige Richtung. Ja, aufwärts ist die richtige Richtung.
Im Moment ist aufwärts nicht die richtige Richtung, sondern im Moment ist abwärts eine gute Richtung. Wenn der jetzt hier eine ABC macht, würde ich auch ohne weiteres, ohne zu zucken, nochmal ein Shorty machen. Ja, und dann kann man sagen, okay, anschließend, da muss man dann überlegen, oh, spätestens da, schnell wieder long. Ja, also dort, wo die starke Bewegung ist, das gilt für Tesla oder auch für alle anderen. Apple ist ja auch wahnsinnig hier bewegt gewesen jetzt die letzten Tage. Apple ist jetzt über 3 Billionen, Entschuldigung. Stimmt das, was ich sage? Korrigiert mich, ihr wisst es besser. 3 Billionen, doch 3 Billionen Dollar wert. AAPL. Seit neuestem. Wahnsinnig nochmal gestiegen. Auch das ist ein Titel, wo man grundsätzlich sagen kann, okay, wenn man dieses trifft, also wenn man dieses Muster wiederfindet, dann ist das hier genauso handelbar wie bei allen Dingern auch. Ob das rational sinnvoll ist, spielt dabei gar keine Rolle, sondern es geht da weiter. Nee, nicht Milliarden. Also es sind Trillion und Trillion sind Billionen. Weil die Amerikaner haben ja das nicht mit Milliarden, danach kommt Billionen. Aber bei den Amis kommt nach Billion Trillion. Also eine Milliarde ist Billion und genau. Also es ist 3 Billionen ist es wert. In Deutschen oder jemand hat es auch nochmal geschrieben, 3 Trillion oder auf Deutsch 3 Billionen. Ja, so, sehr gut nochmal ausgearbeitet. Lieben Dank für eure Feedbacks dazu. Also das ist schon ziemlich hart, insbesondere wenn man sich vorstellt, 3 Billionen, das ist ungefähr das gesamte, die Jahresvolkswirtschaft von UK. Oder fast von Deutschland. Ja? Ich weiß jetzt nicht genau, wie Deutschland ist, aber es ist nicht so viel Unterschied. Das ist schon eine crazy Hausnummer für einen Konzern. Na gut, lassen wir es mal außen vor. Im Moment auch hier eher so der Rücksetzer. Das heißt, für kurzfristig fände ich es eigentlich ganz schick, wenn wir sowas kriegen, könnte man nochmal shorten. Wer jetzt sagt, traue ich mich bei Apple nicht, ja, der kann ja im Zweifelsfall sagen, ist doch cool, habe ich dann wieder einen Aufhänger für die Long-Seite. Ja, also im Moment würde ich nicht long gehen. Viele sagen, ja, buy the dip. Ja, aber der Dip ist ganz schön heftig runtergegangen. Dann bin ich immer nicht so mutig. Und ich muss gestehen, ich bin jemand, der, mir ist es völlig wurscht, was ich handle. Von mir aus kann hier ein Kleber drüber sein, das interessiert mich nicht. Ich bin null an dem Unternehmen interessiert als Händler. Ich weiß, das sehen einige anders, aber ihr müsst euch immer überlegen, ihr seid Händler. Ihr seid an der Preisdifferenz interessiert. Ich kann euch eine provokante Frage stellen. Was wäre euch lieber, 100 Euro oder ein Stück Papier, auf dem Apple draufsteht? Ich sag's mal so. Oder Tesla draufsteht oder sonst irgendwie was. So, und dann sagt man doch eher, nee, ist mir doch völlig wurscht, wie ich meine 100 Euro verdiene, ob ich das mit Apple oder Tesla oder sonst irgendwas habe. Ich bin vielleicht ein Fan der Handys oder der Autos oder der Philosophie oder der Umweltpolitik des Betriebes. Ich kann ja das Unternehmen durchaus feiern, aber als Händler bin ich daran interessiert, Preisdifferenzen zu vereinnahmen. Und dabei ist es mir völlig wurscht, wo es am deutlichsten zu sehen ist, da wird es dann eben entsprechend umgesetzt. So, zum Abschluss, wir sind schon leicht über der Zeit, aber jemand hatte nochmal gesagt, guck nochmal einmal auf Nasdaq, der fällt noch weiter. Ja, hatten wir ja gesagt, dass hier eigentlich die fünfte Welle noch kommen müsste. Wer jetzt leicht zu spät war, guckt es notfalls noch meine Aufzeichnung dann an. Also letztlich hier 1, 2, 3, 4, 5 ist mir durchaus lieb. Es war ja auch noch nicht angesagt hier für den, soll er noch ein bisschen runtergehen und dann von mir aus sowas und dann sind wir mit dabei. Ja, also das ist alles hervorragend. Also 1, 2, 3, 4 und jetzt vielleicht so ein bisschen endingmäßig die 5. Warum endingmäßig? Naja, weil er hier so kursüberlappend ist. Also sieht ja korrektiv aus, ist aber tieferes Tief, also vielleicht ist das auch ein Ending, wäre ja auch passend. So, dann hat er sich jetzt hier fertig gemacht und entweder hier oben long, wie wir es vorhin beschrieben haben, oder wenn er jetzt hier einen Schub hoch und wackelig runterkommt, dann wäre das auch gut. So, also, wir müssen leider Schluss machen. Die Zeit verfliegt aber auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Es ist Hammer mit euch. Es macht mir viel Spaß. Das wisst ihr.
Ich mag gerne über die Märkte reden. Schön, dass ihr so schön mitmacht, Fragen stellt. Seid nicht traurig oder böse, wenn ich einige Fragen nicht beantwortet habe. Das geht einfach aufgrund der Vielzahl nicht. Wenn ich eure jetzt aus Versehen nicht beantwortet habe, bitte nächstes Mal wieder versuchen. Gebt nicht auf. Es ist kein böser Wille oder dass ich ausgerechnet dich disse. Das ist natürlich nicht richtig. Wir treffen uns immer dienstags, wenn meine Informationen stimmen. Nächste Woche allerdings dann tatsächlich nicht mehr auf dieser Plattform, sondern im YouTube-Stream. Im Zweifelsfall merkt euch diesen Link trotzdem nochmal. Wenn das eine nicht klappt, dann bin ich hier. Ansonsten dann auf dem YouTube-Link, den werdet ihr wahrscheinlich zugeschickt bekommen. Also die Leute aus dem Born for Trading kriegen das von mir. Die Leute, die sowieso im XTB-Verteiler sind, die kriegen das dort. Also ihr werdet das schon finden. Und dann gucken wir uns natürlich hoffentlich viele schöne Situationen an. Merkt euch, immer dienstags treffen wir uns hier und werden uns über die Märkte unterhalten und hoffentlich viele schöne Trading-Situationen finden, besprechen und umsetzen. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Und bis zum nächsten Mal.